Guten Morgen, gute Nacht. Nächstes Commentary auf der Map Longbow. Modus ist Big Team Battle, also BTB. Hier in Halo 4 heißt es ja Big Team Infinity Slayer. Hätten sie auch BTB lassen können. Fand ich besser. Ja, ich... Oh, Tricks. Das ist Gamer Tricks. Erinnert mich ein wenig an Elo Tricks. Hm, wahrscheinlich wegen den Tricks. Ja, also... Gamer Tricks spielt mit, kann ich gerade mal zeigen. Gamer Tricks, da ist er 0 Kills, genau wie Gamer Blind, 0 Kills. Das wird sich noch ändern. Keine Ahnung, wie viel Kills ich da mache. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke, also das war der Part, in dem ich über 20 Kills hatte. Ja, das, da hat er mich verarscht, das war gut. Und jetzt haut er ab, der Homo. Und natürlich verrecke ich erstmal. Aber den bekomme ich noch. Ja, Big Team Infinity Slayer. Kackname. BTB wäre besser. Ich fand Halo Reach sowieso... ja, okay, kann man nicht sagen. Halo Reach. Was denkt ihr? War Halo Reach besser? Also von der Grafik her kann man ja jetzt nicht drüber reden. Da ist Halo 4 klar im Vorteil. Oh, Kill geklaut. Bam. Und der nächste Abschluss. Also von der Grafik her ist... Halo 4 natürlich besser, ist ja klar, neueres Spiel. Aber vom Gameplay her macht mir irgendwie Halo Reach ein wenig mehr Spaß, weil man, es gibt nicht so viel Rumgenuge hier. Da hat jeder zweite Unsichtbar-Modus oder diese Ghosts, die sind ja stark. In Halo Reach waren die so Spaßfahrzeuge. Und hier in Halo 4 das ist ja abnormal, also... Oh shit. Die sind richtig stark, die Ghosts. Im Gegensatz zu Halo Reach. Ja, die Maps gefallen mir... geht so. Also, meine Lieblingsmap ist Ragnarok. Valhalla ist ja klar. Die alten Halo 3 Spieler müssen die Map ja lieben. War auch damals in Halo 3, fand ich, die beste Map. Im Online-Modus, was fandet ihr denn die beste Map? Ja, also ich tendiere... Nein, ich finde Valhalla am besten von allen. Und... Ja... Jetzt bin ich... Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Toll, weil ich mich auf mein Gameplay konzentriert habe. Hier, bekomme ich den? Ja, nein, Unterstützung. Und er macht einen Wheelie mit dem Warthog. Und Daumen. So, gucken wir mal die Kill-Statistik. Ich habe 6 Kills. Und wo hängt Gamertrix? Gamertrix hängt bei 2 Kills. Wuhu! Ja. Nicht so gut, ne? Joa, da hat er... Das war jetzt auch rumgenuge, gebe ich zu. Aber ich will ja nicht sterben, ne? Und das ist mein Geld, das ist mein Geld. Das ist die EU. Sagt. Nein. Und nochmal ein Kill. So, jetzt sind wir schon bei 8 Kills. 8 Kills, die nächsten werden folgen. Also, was war denn bei Halo Reach eure Lieblingsmap? Ich fand, eigentlich war, also beim normalen, ja, wie soll ich sagen, beim normalen, ja, Slayer, sage ich jetzt einfach mal, ja, Slayer, ja, genau. Beim normalen Slayer war, Ding, wie heißt's? Konzentriere dich nicht so viel, das Spiel auf, Sword Base, habe ich am meisten und am liebsten gezockt, weil die Map habe ich einfach am besten gekannt. Und wow, das war knapp. Und bei BTB war, aha, wie hieß die Map? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Da, wo es diese zwei Basen gibt, in der Schmiedewelt. Mist, Alter, vorhin habe ich den Namen noch gekannt. Wie hieß die? Ihr wisst jetzt bestimmt, aber ich bin ein wenig eingerostet, weil ich habe Halo Reach selbst nicht mehr. Und da habe ich noch angesteckt, den Wichser. Ja, also auf jeden Fall die mit den zwei Basen oder Basisten auf in der Schmiedewelt. Dann, ja, das war eigentlich meine Lieblingsmap in Halo Reach. Ja. Ein Freund von mir oder ein Freund von einem Freund
hat da in Halo 4 jetzt einen neuen Modus, so selbst gemacht, kann man sagen. Der Modus heißt Binary Slayer und ist eigentlich ganz geil. Boah, wollte mich mit der Railgun abschießen, aber war zu dumm, um abzudrücken. Und dann nehme ich mir mal die Railgun und mache ein, zwei Kills, hoffe ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, der neue Modus, ich komme immer vom roten Faden ab. Der neue Modus heißt Binary Slayer, wie schon gesagt, Bum Kill. Und da habe ich nicht gemerkt, dass hinter mir einer ist. Das, ja. Und da hat man also in dem neuen Modus ein Binärgewehr als Scharfschütze halt und als Sekundärwaffe ein Lichtschwert, also von den ganz normalen Eliten. Und du hast halt so einen Schub, also diesen Schub. Ja, Schub. Unendlich, du kannst ihn also immer benutzen und etwas weiter wie normal, fast so weit wie bei Flat, bei dem Modus, wenn man als Flat infiziert ist. Das ist eigentlich ganz geil, das wird auch mein nächstes Commentary sein, denke ich mal. Also ich muss das jetzt noch machen. Um das machen zu können, brauche ich allerdings ein wenig mehr Themen, weil mir gehen jetzt schon die Themen aus. Ich habe jetzt keine mehr. Okay, das Video geht noch 2 Minuten ungefähr. Ja, das Video mit Binary Slayer wird dann etwas länger gehen. Ich denke mal so 10 bis 15 Minuten. Weil, hopp, man kann... Ja, weil. Es dauert etwas länger. Das geht bis 600 und wir sind im Clan 8 Stück, ja, 8 Stück. Also 4 gegen 4. Also wir sind mehr im Clan, aber es können halt immer nur 8 mit in der Party sein. Und die anderen wollen... Ja, das war auch dumm. Die anderen wollen dann halt nicht mitspielen, wenn sie nicht in der Party sind und so weiter. Ja. Oh, Gamertrix hat einen Kill gemacht. Wie viel Kill hat er denn? Kills. 9 Kills. Und ich bin mittlerweile bei 18. Bei 19? Jupp, eingeheftet. Wie viele Punkte habe ich denn? Was? 285. Okay. Ist was noch? Und der liebe Gamertrix. Oh, 165. Da muss er noch ein wenig üben. Denn, wo macht den Meister? Und warum der nicht weggelaufen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Ja, und den hole ich mir auch noch. Weil er zu dumm ist, um zu treffen. Und ich zu cool bin. Nein, Quatsch. Selbstliebe ist nicht gut. Das war auch geil, wie ich das... Ich habe jetzt gedacht, jetzt sterbe ich, aber anscheinend nicht. Den habe ich noch gekillt und ja... Ziemlich cool. Oh, eine Railgun. Ich glaube, den nehme ich mir sogar. Oder auch nicht. Also, jetzt im Nachhinein hätte ich sie genommen und die da oben abgeballert. Okay. So, jetzt, was mache ich da? Ich weiß es nicht mehr genau. Das war schon etwas länger her, das Gameplay. Kann man das irgendwie sehen? Was war? Monumento. Dauer. 8 Minuten noch was. Nein, kann man nicht sehen. Naja. Cool, ja? Ja. Hinbekommen, ich hab's hinbekommen mit nur 3 Themen, 8 Minuten noch was. Ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Part von Commentary.